So, hallo und herzlich willkommen im Wald, im Keller, und ich muss gerade hier ein bisschen mit sehr alternativer Kameraeinstellung arbeiten. Das Problem ist, dass sich das Objektiv dann bewegt und die Kamera fliegt fast vom Regal. Du bist im Weg. Daher bin ich jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen vorsichtig und habe eben genau davor Angst, dass sie sich halt eben hier was vom Regal schmeißt, wenn sie sich irgendwie anders scharfstellen muss. Egal. So, folgendes. Ich sage Tschüss, wir hauen ab nach Grönland. Erstmal Kopenhagen ein paar Tage, dann ab nach Grönland. In Kopenhagen gibt es zwar theoretisch Internet, aber ich habe keinen Computer dabei, kann also nichts schneiden, was ich mit der Kamera aufnehme. Theoretisch könnte ich vielleicht noch einen kleinen Handyknipp. Ich guck mal, vielleicht. Aber tendenziell habe ich es eigentlich eher nicht vor. Der Kopenhagen-Aufenthalt ist auch noch so ein bisschen dafür da, dass man einfach noch ein bisschen recherchiert. Museen, vor allen Dingen das Nationalmuseum, da gibt es auch relativ viel Material, was dann eben entsprechend Grönland betrifft. Da hoffe ich dann halt noch ein paar Insider-Informationen aus erster Hand, also sprich eben aus dem Museum, da dann zu kriegen. Ich habe mir jetzt reichlich Bücher zu dem Thema natürlich auch durchgelesen. Es gibt noch ein paar mehr. Viele sind auch deutlich älteren Datums, also ein Peak in der Verteilung der Bücher zum Thema Grönland liegt tatsächlich so eher in den 60er und 70er Jahren. Neuere Literatur muss man eine Weile suchen. Und wenn, dann ist es meistens so irgendwelche Abenteuerliteratur von irgendwelchen Menschen, die da halt irgendwelche lustigen Touren und sowas gemacht haben. Nicht, dass da was auszusetzen wäre, aber das haben wir ja auch so mehr oder weniger vor. Also unter anderem nur halt eben zum naturwissenschaftlichen Hintergrund zu der Insel habe ich jetzt auf Deutsch relativ wenig Literatur gefunden. Auf Englisch wird es natürlich noch ein bisschen mehr geben, logischerweise. Oh, ich denke, ich komme einigermaßen zurecht. Habe mir für die wesentlichen Pflanzen rausgesucht, wie die heißen. Ich hoffe, sie dann auch entsprechend zu erkennen. Wir haben Bock. Wir wissen übrigens, das haben wir mitbekommen, vielen herzlichen Dank übrigens an diejenigen, die da nochmal darauf hingewiesen haben, dass es auch auf Grönland derzeit Brände gibt. Waldbrände kann man nicht sagen, weil Wald haben sie da ja nicht, sondern eher Tundra-Brände. Es gibt wohl eine Umleitung auf einer Strecke vom Arctic Circle Trail. Die ist aber wohl auch auf dem Trail selber entsprechend ausgewiesen und die Feuerwehr weiß eben entsprechend Bescheid. Die Behörden vor Ort sollen wohl auch Bescheid wissen. Wir werden uns dann nochmal, wenn wir angekommen sind, selbstverständlich instruieren lassen und nochmal uns erklären lassen, wo wir jetzt langlaufen sollen und wo nicht. Und dann kriegen wir das sicherlich auch hin. Das Problem mit dem Brand ist ja jetzt nicht so unbedingt, dass man da verbrennt. Das Problem ist eher der Qualm, dass man dann halt eben einen relativ großen Umweg besser drumherum machen soll, damit man nicht halt so sehr eingestänkert wird. Und aber da bin ich doch recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Im Zweifel ist ja fast das gesamte Land begehbar. Man hat also ganz gute Möglichkeiten, sowas auszuweichen. Natürlich sind die alternativen Routen im Vergleich zur normalen Wegstrecke sicherlich etwas anstrengend, aber wir haben ja auch genug Zeit. Wir können uns also durchaus einen Tag Verspätung oder auch zwei oder auch drei leisten und immer noch, dadurch, dass wir einfach genug Tage mitgebracht haben, das alles noch irgendwie ausgleichen. Das ist also alles sicherlich für uns jetzt nicht weiter dramatisch. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wir fühlen uns gut vorbereitet. Die Rucksäcke sind jetzt gepackt, wiegen beide jeweils, also Evelyn ihrer 20 Kilo, meiner 21 Kilo. Da ist jetzt zugegebenerweise die Kamera nicht drin. Das wird sie aber später auch nicht sein, weil ich trage die ja in einem Holster am Hüftgurt vom Rucksack, damit ich sie immer griffbereit habe, wenn ich mal ein Bild machen möchte. Daher ist das relativ realistisch. Das Einzige, was noch ist, die Rucksäcke sind noch ohne Wasser. Wir werden durchschnittlich ungefähr immer einen Liter Wasser noch mit uns rumschleppen und dann sind wir dann halt bei 21 bzw. 22 Kilo bei mir. Das ist, finde ich, für so eine lange Tour echt ein vertretbares Gewicht. Das hätte vor 20 Jahren noch ganz, ganz anders ausgesehen, wenn man damals dann halt noch die entsprechende Ausrüstung hätte mitschleppen wollen und noch Filmausrüstung. Also es wäre gar nicht möglich gewesen. Von daher möchte ich mich wirklich nicht beklagen und schleppe das Gewicht gerne. Nein, wir brauchen kein kleines Wägelchen zum Hinterherziehen. Für diejenigen, die sich darüber lustig machen wollten, dass wir so viel Zeug dabei haben, das ist normal und wir sind ja auch schließlich fast jetzt, wir sind zwei Wochen eben entsprechend autark draußen und da hat man dann halt nur mal ein bisschen Krempel dabei, liegt in der Natur der Sache. So, und für diejenigen, die uns ernsthaft, ohne böse Absicht, wirklich ein kleines Wägelchen, so ein Outdoor-Trolley in Anführungszeichen, empfehlen wollten,
Da hatte ich auch mal ehrlich gesagt drüber nachgedacht, aber noch sehe ich die Notwendigkeit nicht. Hätte ich das Ganze alleine machen wollen, hätte ich so ein Ding dabei gehabt, mit Sicherheit. Weil dann wäre ich einfach mit der Kameraausrüstung auf Gewichte gekommen, die ich nicht mehr tragen kann. Aber dadurch, dass wir uns ja jetzt das alles teilen, also die Kameraausrüstung sozusagen, beziehungsweise Evelyn entsprechend ein bisschen mehr was anderes trägt, damit wir dann beide wirklich so in etwa, also diese eine Kilo Differenz möchte ich schon ganz gerne beibehalten, damit ich als Mann ein bisschen mehr trage. ungefähr das Gleiche halt eben entsprechend im Rucksack haben. Das ist jetzt nicht, weil ich nicht Gentleman bin oder sonst wie, sondern sie legt halt Wert darauf, auch eben entsprechend das Gleiche zu tragen wie ich, weil sie die gleiche Leistung erbringen möchte wie der Mann. Und das kann sie ja auch und dann ist das auch in Ordnung. Sie wollte wissen, ob sie jetzt unbedingt beim Tschüss-Sage-Video dabei sein muss. Hab gemeint, nö. Sie lässt aber herzlich Grüße ausrichten und ist logischerweise auch weg. Also für diejenigen, die mehr Wert darauf legen, dass sie weg ist als ich, denen sei das jetzt auch eben entsprechend gesagt. Also Familie und so ein Kram, ja, falls das zuschaut. So, sonst darf ich mich nochmal herzlich bedanken an dieser Stelle für die vielen interessanten Anregungen, auch zur Grönlandreise vor allen Dingen, die jetzt gekommen sind, für alles Sonstige, selbstverständlich generell für alle freundlichen Kommentare, die entsprechend angekommen sind. Natürlich auch fürs Zuschauen, fürs die Treue halten. Ich hoffe, dass mit dem ganzen Grönlandkram, der dann natürlich, wenn wir wieder da sind, folgen wird, nicht allzu viele sehr unzufrieden sind, weil Grönland ist halt nun mal Arktis, das hat jetzt mit Wald so gesehen nichts zu tun, aber ich empfinde es halt trotzdem irgendwie als Teil des Ganzen, dass wir uns eben mit den natürlichen Grenzen des Waldes auseinandersetzen. Und davon abgesehen kann man botanisch eine Zwergweide auch sehr wohl als Baum und damit auch entsprechend ein Zwergweidendickicht sehr wohl als Wald definieren. Und damit geht es im Grunde auch in Grönland um eine Waldlandschaft. Sie ist halt nur ein bisschen tiefer als woanders. Auch von Island gibt es ja den schönen Spruch: Was machst du, wenn du dich in Island im Wald verläufst? Du stehst auf. Dann hast du wieder den Überblick. So ähnlich könnte das in Grönland auch ablaufen. Bin wirklich sehr gespannt, wie die Wetterlage da auch gerade eben entsprechend aktuell ist, wie die Dürre da gerade aktuell ist, ob wir nicht vielleicht sogar ein bisschen Schwierigkeiten haben werden, an Wasser ranzukommen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es ist halt doch eine sehr, sehr feuchte Ecke. Allein durch die ganzen Abfließereien von den ganzen Eisfeldern, die ja immer noch, zumindest in kleinerer Form, aber immer noch vorhanden sind. Daher wirklich um Trinkwasser Sorgen machen müssen wir uns, glaube ich, nicht. Wir sollten aber vielleicht doch auch die Kapazitäten dabei haben, auch mal 3 Liter mitschleppen zu können über eine längere Strecke. Aber sonst muss man halt irgendwo hin und das Wasser eben entsprechend suchen, wenn man es nicht direkt am Lagerplatz findet. Sollte alles klappen. Nochmal, Dankeschön. So, und wie geht's weiter hier auf dem Kanal? Wie ihr gesehen haben dürftet, wahrscheinlich gab es jetzt ein paar Uploads vor kurzem. Das sind die Überbrückungsvideos. Manches kann ich in den Auto-Upload schmeißen. Das kommt dann nach und nach, wird also in der Zeit, während ich nicht da bin, nach und nach veröffentlicht. Das heißt, da gibt es weiterhin Material. So, und was ich nicht in den Auto-Upload reinschmeißen konnte, wegen technischen Problemen, weil YouTube da in der Hinsicht ein bisschen rumzickt, das habe ich jetzt halt einmal so rausgeklatscht. Wer das noch nicht alles gesehen hat, dem würde ich empfehlen, es dosisweise zu gucken und sich so ein bisschen über 4 Wochen aufzuteilen. Wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was dazu. Aber das wäre jetzt so einfach der Plan gewesen, dass ihr euch das dann selber eben entsprechend raussuchen könnt, wie ihr das machen wollt. Ja, das wäre es gewesen. Die wesentlichen Eckpunkte habe ich. Manches habe ich noch mal in den anderen Videos zum Thema erzählt. Das könnt ihr euch dann ja vielleicht noch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Und ansonsten wünsche ich einen schönen August. Also einen schönen Rest-August, streng genommen. Ein paar Tage sind ja schon vorbei. Und bedanke mich, wie gesagt, und wünsche vielleicht auch für diejenigen, die auch eine Tour machen, das sind ein paar, wie ich aus den Kommentaren weiß, ebenfalls einen schönen Urlaub, eine tolle Tour, falls ihr nicht schon unterwegs seid. Und dann sehen wir uns alle wieder, wenn wir wieder zurück sind, beziehungsweise wer zu Hause geblieben ist, ja, wenn wir wieder da sind. So, irgendwie so. Also, macht's gut und bis in 4 Wochen oder so. Tschüss.